Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Beim Faultier zieht gerade eine kräftige Faultiergrippe auf, die ist deutlich schlimmer als die bekannte Männergrippe. Mir tut alles weh, deswegen versuche ich es jetzt einmal kurz zu halten. Diese Woche in den Zeitungen Apple vs. Qualcomm. Qualcomm, das ist der Hersteller oder der Lizenzierer von diesen Snapdragon-Prozessoren, aber nicht nur das, sondern auch noch anderen Chips. So, und deren Geschäftsmodell sieht vor, die kriegen einen gewissen Prozentsatz vom Verkaufspreis des Gerätes von dem Hersteller, der halt ihre Produkte einsetzt. So, und Apple sagt da seit einiger Zeit, nee, mit deinem Lizenzierungsmodell sind wir nicht zufrieden. Gerade Apple ist da natürlich in der Position, die zahlen halt natürlich deutlich mehr. Wenn ein Smartphone für 200 Euro verkauft wird und die kriegen, was weiß ich, 1%, sprich 2 Euro, wenn Apple dann aber ein iPhone Plus für 1000 Euro verkauft, müssen die 10 Euro abdrücken. Das stinkt. Deswegen hält Apple seit einiger Zeit die Lizenzgebühren zurück. Ist natürlich auch die Frage, wenn die vorher unterschrieben haben, wir zahlen diesen Betrag, dürfen die das? Naja, Qualcomm geht in den USA dagegen vor, versucht einen iPhone-Einfuhrstopp zu erwirken, jetzt auch in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es dazu irgendwann kommen wird, also keine iPhone-Hamsterkäufe starten, weil gerade Qualcomm und Apple, die sind noch aufeinander angewiesen. Microsoft hat neue Zahlen veröffentlicht und gehen eigentlich zwei Sachen direkt hervor. Man verdient immer mehr Kohle mit den Cloud-Diensten, also Microsofts Azure-Dienste, und man verdient immer mehr Kohle mit Office-Abo-Diensten. Und gerade diese zweite Meldung, das ist das, was im Hause Microsoft wohl für viel Freude sorgen wird. Die sind ja vor einigen Jahren schon hingegangen und haben verlautbaren lassen, dieses klassische Lizenzmodell. Man kauft eine Office-Lizenz und nutzt die dann, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahre bis zum neuen Office und kauft dann vielleicht mal eine neue Lizenz. Das war zwar schön und gut, aber man würde viel lieber auf dieses Abo-Modell umstellen. Das haben sie jetzt gemacht und anscheinend funktioniert es, denn sie verdienen damit mehr Geld. Gerüchteküche um Razer. Die sollen an einem Smartphone arbeiten, einem Smartphone für Gamer. Ganz ungewöhnlich, dass Razer was für Gamer macht, ist das Ganze jetzt nicht. Und Razer hatte ja irgendwann Nextbin übernommen. Also die haben dann also auch das Know-how in-house. Was sie anscheinend noch nicht haben, ist die Kohle. Da ist anscheinend ein Börsengang für Ende des Jahres geplant. Bedeutet, also gut, das ist jetzt erstmal die ersten Gerüchte. Ich denke mal, vor zweite Hälfte 2018 müssten wir bei Razer noch auf kein Gaming-Smartphone warten. Aber wäre natürlich nett, wenn es da auch was von denen gibt. Vielleicht so grün leuchtend auf der Rückseite. Jetzt ist es offiziell. Es wurde lange gemunkelt und der Termin wurde immer weiter nach hinten verschoben. Aber am 8. August diesen Jahres kommt Google Home auch endlich zu uns nach Deutschland. Das hat Google jetzt ganz offiziell bestätigt. Und noch eine Smartphone-Meldung. Andy Rubin hat eine E-Mail an die Essential-Smartphone-Vorbesteller rausgehauen. Ich habe die Kiste auch vorbestellt und da steht in der E-Mail jetzt sowas drin wie ja, wir sind in den letzten Zügen. In wenigen Wochen gibt es die Geräte dann endlich zu kaufen. Man befindet sich noch in letzten Verhandlungen mit einigen Mobilfunkanbietern und die Geräte sollen nicht nur in den USA, sondern auch weltweit erscheinen. Genaue Infos für den deutschen Markt gibt es da aber noch nicht. Und in den USA sind ja iPhone-Nutzer seit kurzem in der Lage, mit der Amazon-App auch Alexa zu starten. Ab jetzt sollte das Ganze auch mit Android-Smartphones funktionieren. Man braucht aber nach wie vor die Alexa-App. Klar, wenn man natürlich Geräte hat, die oder Hersteller hat, die bei gewissen Geräten mit Amazon direkt zusammenarbeiten, dann klappt das auch ohne die App. Ist natürlich eine interessante Sache, dass man dann gerade bei Android neben den Google-Sachen, neben Cortana, jetzt auch Alexa überall, mitreden kann. Die Leute hinter dem Bluetooth-Standard haben diese Woche was Neues verkündet. Bluetooth geht jetzt auch in die Mesh-Richtung. Bedeutet, bisher haben wir immer so ein Gerät zum anderen eine direkte Bluetooth-Verknüpfung. Immer dieses typische in der Regel, dieses 10 Meter oder inzwischen auch ein bisschen weiter. In Zukunft kommen aber diese Mesh-Dinger her. Bedeutet, mehrere Bluetooth-Geräte können sich untereinander verknüpfen. Das erhöht dann natürlich auch die Reichweite. Und unverhohlen sagt man auch natürlich, die Smart-Home-Geschichte, gerade zu Hause, könnte das eine Alternative zum WLAN-Standard sein. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Wer sich jetzt fragt, brauche ich dann wieder komplett neue Bluetooth-Geräte? Nicht so wirklich, denn dieses Mesh-Dingsbums ist upgradable, also per Software-Update. Man braucht keine besondere Hardware. Wir kennen das ja von AVM, die ja auch einige jetzt so langsam ihre WLAN-Teile jetzt mit Mesh nachrüsten. Eine Bluetooth 4.0 kann man es dann aufspielen oder das Update machen, aber nicht alle Geräte. Da liegt es dann wieder die Frage, wie viel Speicher hat der verbaute Bluetooth-Chip? Also nicht alle, aber viele Geräte sollten da dieses Update
irgendwann mal kommen. Ich bin mal sehr gespannt, gerade diese Kompetenz, also diese Competition wollte ich schon wieder sagen, diese Konkurrenz, ich muss wieder ins Bett, zwischen Bluetooth und WLAN. Also ich freue mich, dass, also gerade ich, der ja Google Wi-Fi gerade immer sehr intensiv testet und auch Netgear Orbi, das habe ich aber noch nicht rausgehauen, bin von diesen Mächtigern gerade echt angetan. Eine Serie oder ein Film der Woche gibt es nicht, denn wir haben wieder Comic-Con-Zeit. In San Diego werden derzeit ein Trailer nach dem nächsten rausgehauen. Wenn man die kompletten Trailer, die da veröffentlicht wurden, hintereinander guckt, hat man mindestens eine 25-Minuten-Episode. Wenn man, glaube ich, alle Folgen guckt, kommt man bestimmt auf eine gute Stunde Trailer-Unterhaltung. Was wurde alles gezeigt? Der neue Walking Dead-Trailer. Wir haben was zu Stargate, so eine kleine Teaser-Ankündigung für eine kleine Web-Online-Serie. Dann aber auch so Sachen wie Bright, dieser 100-Millionen-Dollar-Netflix-Film mit Will Smith. Wir haben Justice League-Trailer, der richtig, richtig gut ist. The Defenders von Netflix, neuen Trailer. Stranger Things-Trailer für die zweite Staffel. Wir haben den Star Trek Discovery-Trailer. Wir wissen jetzt wirklich, die Föderation gegen die Klingonen. Ready Player One wird ja von Steven Spielberg umgesetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich freue mich drauf, aber allein das Buch ist dermaßen toll, da wird es für einen Film schwer ranzukommen. Und wir haben noch so viele andere Dinge, also wirklich, diese ganzen Comic-Con-Trailer, die da gerade rauslaufen, das ist eindeutig eine Empfehlung, worauf man sich dieses und nächstes Jahr mit toller Begeisterung wirklich freuen kann. Diese Woche gibt es mal absolut kein neues QWERTY oder Threadless-T-Shirt, ich trage einfach mal Krankenweiß. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5. Folge 297 ist vorbei. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt noch geschnitten. Tschüss, Räte. Aber schön interessant. Also gerade das Ding mal, das wird bei anderen Leuten...